Hello everybody, my name is Hagen Neumann, I come from Germany. In dieser Lektion möchten wir zeigen, wie ein direkter Konter funktioniert. Wir nehmen dazu relativ einfache Techniken, was die Angriffstechniken betrifft, und die wollen wir versuchen, mal einfach auszukontern. Konter ist entscheidend, dass wir versuchen zu erkennen, wann startet der Gegner mit seiner Bewegung, und ich versuche einfach in die Bewegung einzusteigen und im Prinzip diese Vorahnung zu nutzen und sagen, okay, ich konter ihn direkt aus, ohne vorher zu blocken und dann den Konter zu schlagen. Das wäre ein indirekter Konter. Ich brauche das Ganze direkt. Das heißt, ich muss sofort reagieren, wenn ich sehe, dass er irgendeine Bewegung beginnen möchte. Ja, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür. Schaut einfach zu und wir probieren das einfach mal aus. In der ersten Phase ist es so, dass wir stehen und den direkten Konter machen. Beim direkten Konter ist es wichtig, auf alle Fälle stehen zu bleiben, wenn nicht gar ein kleines Stück nach vorn zu gehen. Aber auf keinen Fall mit dem Konter zurückzuweichen, das ist falsch. Also beim direkten Konter bleiben wir stehen. Dieser Arm ist wichtig, der einfach den Block hier oben möglich macht und ich aber gleichzeitig auch den Angriff mache. Mein Kopf bewegt sich zu der Seite, sodass ich auch aus seiner Linie hinausgehe. Ja? Und dieser Arm geht einfach gerade nach vorn. Wenn ich das gewährleisten kann, hier vorbeizugehen und hier zu kontern, auf der einen wie auf der, also auf der Innenseite wie auf der Außenseite, dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen will. Und in der Anwendung zeige ich dann alles nochmal ein bisschen später. Und das ist das Wichtige zu wissen, erstmal beim direkten Konter. Das Ganze möchte ich jetzt mal zeigen, jetzt mit mehreren Techniken, auch mit dem Kisamizuki. Wenn ihr direkt kontert, geht aus der Linie raus. Beim Kisamizuki, wenn die Schulter hier vorne steht, ist es wichtig, dass der Körper sich rausdreht, weil ich bin direkt in seiner Linie und ich versuche einfach, mich hier wegzudrehen. Und wenn ich das mache, habe ich natürlich die größten Chancen, nicht getroffen zu werden, aber gleichzeitig meinen direkten Konter anzusetzen. Wie gesagt, wir zeigen das gleich nochmal mit Partner. Ähnlich mit dem Uraken-Uchi können wir auch als direkten Konter nehmen. Und hier ist auch wieder wichtig, ähnlich wie beim Kisamizuki, dass ich mich rausbewege, dass der Kopf von hier durch eine Bewegung des Körpers zur Seite mitgeführt wird. In der Anwendung lässt sich es logischerweise besser zeigen. Wir tun das Ganze einfach mal mit Partner. Mein Partner ist Sensei Gary. Ihr werdet mich jetzt begleiten bei allen Bewegungen, die wir jetzt vollführen werden, sodass ihr auch mal einen Bezug habt zu den ganzen Dingen, die wir jetzt auch erstmal nur solo miteinander besprochen haben. Ist folgendermaßen. Wichtig ist, dass ich nicht stehen bleibe. Er macht einen Kisamizuki hier. Kisamizuki. Ja, und für mich ist entscheidend, dass ich hier den Blockarm habe und das vordere Bein belaste. Nicht hinten schlagen und von hinten mich eindrehen, sondern in dem Moment, wo ich den Schlag mache, drehe ich mich nach vorn raus und stehe im Prinzip mit dem Kopf seitlich hier. Ja? Man könnte das rein theoretisch auch ohne Block machen, ist aber zu gefährlich. Ja? Deswegen nehme ich eigentlich immer die Blockhand zur Sicherheit mit hier rein. Und damit könnte ich ihn hier auskontern und damit ist die Technik vorbei. Zack, zur Seite, direkt reingehen und ich bin aus seiner direkten Linie ausgegangen. Das ist die erste Bewegung. Und einmal schnell das Ganze, fast. You can see it again. That's important. And now, Gyakusugi Konter. Wir stehen jetzt innen, suchen jetzt außen zu stehen. Um Ihnen einen Angriff zu ermöglichen, sollten wir nicht auf derselben Linie stehen, sondern ich sollte immer so einen Fußbreit außen stehen, damit er hier eine freie Bahn hat zum Angreifen. Ja? Ja, wenn ich das schaffe, dass ich ihm hier innen freigebe und er angreifen darf und kann, dann macht der ganze Konter Sinn. Er greift genauso an, ich bewege mein Gewicht, Kisami, ich bewege mein Gewicht auf das rechte Bein, okay, und versuche in dem Moment, wo er angreift, hier zu schlagen. Die Hüfte muss gerade stehen. Es muss nicht immer voll ausgeführt werden, die Technik, bis nach vorn, sondern das Wichtige ist der Kontrast. Ich gehe rein und reiße die Hand wieder zurück. Das ist eigentlich das Entscheidende, um auch den Kampfrichter davon zu überzeugen, dass die Technik stark war. Okay, das Ganze nochmal. Er geht rein, ich bewege mich auf das vordere Bein und gehe wieder zurück. Und das Ganze mal ein bisschen schneller, damit ihr Bezug habt dazu. Fast. Again. Ihr seht immer, dass ich das Bein hier vorne belaste, hier. Das ermöglicht mir, dass die Ferse hinten hochkommt und dass die Hüfte frei ist. Dass der Fuß nicht hinten so steht, sondern die Ferse frei ist und ich der Hüfte freien Lauf geben kann. Die nächste Bewegung ist,
den Gyakutsuki einzubinden in eine Angriffsbewegung von ihm. Er geht Kisame Gyakutsuki vorwärts und ich versuche genau trotzdem, ohne zu wissen, dass jetzt die zweite Technik kommt, meine erste Technik direkt als Konter zu schlagen. Nochmal das Ganze. Kisame Gyaku. Wow. Kisame Gyakutsuki. It's enough for me. Immer diese Hand bereit halten für die zweite Belastung. Ich gehe rein, wenn die nicht funktioniert haben soll, gehe rein und versuche direkt aus dem Konter heraus wieder zurückzuweichen und immer hier einen Blockarm bereit zu halten. Weil man weiß nie, ob wirklich der Konter gewertet wird oder nicht. Nochmal langsam, die Hüfte geht rein und ich gehe hier zurück und versuche immer gesichert wegzugehen von dem Partner. Das Ganze nochmal schnell, denkt mal daran, ihr müsst das Gewicht hier drauflegen. Das Gewicht nach vorn schieben, nach vorn Belastung and back und zurück wieder. In der Position seht ihr, es ist wichtig, direkt auszukontern. Ihr habt vielleicht gemerkt, er ist nicht ganz so schnell nach vorne gekommen. Jetzt wäre es für mich interessanter gewesen zu sagen, ich kleide ein kleines bisschen rein, um auch Kontakt zu kriegen zu ihm. Das Ganze nochmal. Again. Ja. Kisame Gyaku. Jetzt ist okay, jetzt würde mein das Ding passen. Und hier. Im Bewusstsein, dass er später mich wieder attackiert und er weiß, er wird ausgekontert, macht er meistens die erste Bewegung kürzer. So. Ohne dass der Fuß weiter nach vorne geht. Und das ist schwierig. Achtet darauf, dass der Angriff mit der gleichen Länge immer erfolgt, damit ich auch immer ungefähr den gleichen Ansatz habe für einen Gyakutsuki als Konter. Nochmal. Fast. That's important. Das ist wichtig zu wissen. Okay, Leute, die Gyakutsuki-Schiene. Als nächstes will ich zeigen, den direkten Konter Kisamizuki. Wir fangen mal mit der ganz einfachen Bewegung an. Er schlägt den Gyakutsuki. Gyakutsuki in die Mitte. Für mich ist entscheidend, wenn er den Gyakutsuki schlägt, dass das hintere Bein sich rausbewegt und ich auch in dem Moment den Zuki mache, den Kisamizuki. Achtet darauf, dass sich die Schulter nicht nach hinten bewegt, sondern ihr versucht direkt in die Bewegung langsam reinzugehen. Zack, hier. Das ist wichtig. Also nicht versuchen, ihm auszuweichen, meistens seid ihr zu spät. Also nicht das machen. Hier, die Schulter zurückzunehmen. Also ihr müsst versuchen, nach vorn zu streben, den Druck nach vorn zu lassen. Und jetzt geht ihr einfach rein und durch das gleichzeitige nach vorn und die Hüfte rausnehmen, seht ihr das, könnt ihr einen sauberen Konter schlagen. Das müsst ihr miteinander verbinden. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann ist das Ding auch schnell und effektiv. Wir zeigen es mal schnell. Fast. Ja! 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 Schaut, was er mir für Zeichen gibt und ihr werdet auch wissen, wann ihr das ansetzen könnt. Bei ihm ist jetzt auch sehr deutlich zu sehen, er zieht erst die Hand hinter. Ich sehe das und weiß, jetzt kann ich den Konter schießen. Wenn er ansatzlos schlagen würde, hätte ich mehr Probleme damit. Ja? Deswegen versuchen, immer auch die Zeichen zu erkennen, wie greift er an, was gibt er mir für ein Zeichen, um das Zeichen zu nutzen, ach, jetzt kann ich selber nach vorne gehen. Quick. Okay. Es ist für den Kisame vorne als direkter Konter.